Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin seit, jetzt ziemlich genau 24 Stunden wach und seit 21 Stunden live. Und jetzt spiele ich Double Up mit Maxim. Was soll schon schief gehen? Das ist der größte Albtraum. Gegen Ende hat sich Johnny dafür entschieden, nochmal sich so richtig die Kante zu geben. Das ist quasi das andere machen Sabbaten. Ich sag nein. Johnny quält sich. Aber es wird nice. Den vollen Seven vs. Wild. Super Trichter-Effekt und sagt sich, ich hole mir nochmal den Alligator ins Haus. Hast du schon einen Titel geändert? Nein, habe ich nicht. Double Up mit Maxim. Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ohne Lügen, Johnny. Das ist ein schlechter Start in den Ohne Tag. Ohne Lügen. Ist my bad. Ja, ich. Du. Vielleicht ist das hier auch einfach die Tunicom-Pits für mich. Du hast hier 4 Emo gespielt. Ich dachte, Emo spielt nur 2. Achso, eben die Anycom, die ich gespielt habe. Ja, fand ich komisch. Also Annie wurde ein bisschen gechanged und die Idee ist, dass man mit 4 Emo und Blue Buff Annie auf 30 Mana runtergedrückt kriegt und dann alle 3 Auto-Attacks ultet. Wie sieht's denn aus? Siehst du dich bei einer Runde Corki mit mir? Willst du Corki spielen? Ich würde es mal probieren wollen, ja. Ja, also ich habe es eben gespielt und es ist schon echt nicht so gut, aber Spaß macht es trotzdem. Ist immer noch bad, ne? Ja, Corki wurde auch genervt, weil 8-Bit gebufft wurde. Ein bisschen. Und der war ja vorher schon nicht gut, ne? Ich hab vorhin so einen riesigen Garen gesehen. Mhm. Na gut, ich spiel Jinx. Na gut. Okay, das heißt, muss ich jetzt so bei der ersten Runde Punk schon rollen? Oder darf ich erst nächste Runde rollen? Also erst, wenn er eine 1 steht überhaupt, ne? Ja, so sah es nämlich aus. Was ist Wei denn überhaupt? Ein Mascher. Die fliegt Mascher. Aber oft sogar nachher raus. Aber in Double Up ist eigentlich die Hoffnung, dass du halt ein Punk-Emblem kriegst. Ja. Mit Crit und Spatula. Und dann hast du quasi 6 Punks. So? Jo. Okay, what doesn't kill you? Makes you stronger. Ich würde hier einen Twitch kriegen. Was? Gambler's Blade, das kann ich doch spielen, oder? Schon wieder vergessen, was du spielst. Ja, sehr gut. Und du hast sogar ein Rage-Bit ready. Ist insane, ja. Sehr, sehr guter Start. So, okay. Ja, also mein Start fühlt sich solide an. So, was kann ich dir denn Gutes tun, Johnny? Therapeuten. Aber. Geil, das krieg ich aber so um die Uhrzeit nicht hin. Ja, also ich denke, ich spiele Country Executioner sowas. Aber ehrlicherweise habe ich dafür gar nicht so viel, wie ich gerne hätte. Mhm. Mal gucken. Also gerade ist meine Idee, ich spiele einfach Twitch, bis der Twitch 2 ist und dann schicke ich dir Twitch 2, weißt du? Mhm. Oh, aber das ist ja perfekt. Wenn ich so lange tanke, dass du rüberkommst und noch Gold sammelst. Da kam jetzt einiges noch raus. Nice. Johnny, wir sollen übrigens nicht mehr Mashallah sagen. Verboten wurde mir gerade im Chat gesagt. Von wem? Von Harun Senpai. Ah ja, okay. Dann müssen wir das respektieren. Okay. So, brauchst du Tarik zufällig? Ich habe hier übel viel Tariks. Nee, ich habe gerade einen auf dem Board, aber es ist eher so eine Schmutzerscheinung. Okay. Also wenn du sowas wie Samira, Urgot, so weißt du, diese klassischen Country Boys siehst. Du, ab jetzt den einen Reroll für ein Gold nimmst du immer mit jetzt. Ja, genau, hab ich gemacht. Ich habe irgendwie jinxmäßig schon Usko dabei. Guten Morgen, ist der Plan mit Loy nach dem LEC gestern aufgegangen? Ja, perfekt. Tolkien hat mich gestern einfach zweimal an einem Tag geradet, weil er ECK und LEC gemacht hat. Das ist witzig. Das ist witzig, war einfach mega nice. So. Wee. Weißt du, was das Schönste an meinen 24-Stunden-Streams ist? Was ist es? Es ist der einzige Moment im Jahr, wo ich dich auch raiden kann. True. Das ist einfach. Das passiert sonst nie. True, ja, stimmt. Aber ich war begeistert. Also, die Raids, die ich abbekomme, ist auch von vielen Durchmachern. Eigentlich nur. Ja, klar. Oder sowas. So, ich habe ein Set. Den könnte ich dir geben, wenn du willst. Nee, danke.
Ansonsten Nico hätte ich noch. Was denkst du, soll ich einen Pantheon reintun? Nee, ne? Da hätte ich einfach nur 4 Moscher. 5 meine ich. Ich brauche ja wirklich die 6 Stück. Ja. Das, bei dem Leder hast du gesagt Crit, ne? Ja. Okay. Was, echt? Ich brauche schon lange für Gedankengänge, ne? Jo, also. Merke ich. So. Für Emblem. Ich denke mir so, was für ein Emblem könnte er nur meinen? Wen macht man denn als liebsten als Punk? Tatsächlich habe ich gar keine Ahnung. Okay. Aber so von dem, was du hast. Ich würde vielleicht einfach einen Punk machen. Ja, ich hätte jetzt auch so ein bisschen an Akali gedacht. Beide dich mal. Boah. Werde ich mal sagen, ich muss erstmal die gegnerische Verstärkung abwehren. Dann kam ich dazu gesprintet. Okay, Yorick Leute. Und der Mumu skalieren beide richtig gut mit Punk. Taric und der Mumu. Yorick. Den Pantheon, ne? Yorick, achso. Oh. Dann nehme ich mir mal den Crit. Okay. Okay. Cutter nicht spielbar. Nee, Cutter ist sehr, sehr bad. Aber ich spiele sie hier als Übergangsunit. Bobby ist gut. Aha. Damit ist es okay. So, Cutter soll ich dir nicht schicken, ne? Nee, bitte nicht. Also am glücklichsten wäre ich gerade mit einer Mumu. Jo, also 3 Cost habe ich ein paar gesehen, aber keinen von denen. Ja. Dann. Ich weiß nicht, ob mein Lineup so zusammenhält, aber ich probiere es mal weiter. Ich bin der einzige Punk übrigens. Das ist auch weird, oder? Im Double-Up? Nee, niemand spielt Punk. Ey, was? Wurdest du genervt, oder was? Weiß nicht. Ich habe Punk ehrlicherweise nie so richtig aktiv gesehen. Na gut. So, die Jinx hat wieder ein Gold ausgekackt. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt auch strong. Oder tut zumindest so. Nimm mal die Einzelkarte nicht trotzdem mit, um mit gleich für Country 7 zu haben. Ja, hab ich doch. 7 geht doch gar nicht, oder? Doch, doch. Man kann Country mittlerweile emblemen. Junge, ich bin ja so eine Service-Crew hier. Boah, ich brauch nur noch eine Wei. Okay, ich hab eine Amumu, soll ich schicken? Ja. Nice, Mann. So, Jinx, es wird Zeit. Du musst jetzt 5 Gold machen. 4 vielleicht, wenn ich gewinne, okay? Gib Hallo, die Mühe. Maus. 50% Chance. Tschüss. Ja. Bin ich schon im Himmel. Hey, Johnny und ich chillen jetzt gemeinsam. Und wenn euch das entertaint, dann geht's los. Dann geht's ab. Dann ist Rasur Tag gekommen. Oh, ein Gold ist schon mal da. Jinx, gib die Mühe. Oh, noch eins. Stark. Ich kann jetzt Pantheon verkaufen für 30 Gold, aber. Wir machen das jetzt so. Wir klopfen jetzt dreimal auf den Tisch, legen unseren Dick auf die andere Seite und dann kommt ein Spadeler hier raus. Und los. Nice, Jinx. So. Warte mal, roll ich dann runter? Nee. Für Vi oder so? Nee, ne? Nee, hab jetzt legit nicht gelevelt. Ja, ist doch perfekt. Ja, ich würde den 3-1 schon ein bisschen rollen damit, weil du musst halt die Jinx schon 3-starren. Vi ist tatsächlich nicht so wichtig. Aber ist ja cool, weil dann roll ich ja. Also dann hab ich ja, siehst du, da ist der Spatula, Leute. Der es hat sich gelohnt. Und jetzt brauchen wir noch Crit. Ist Crit. Ich hab's gesagt. Vor allem das ist beängstigend, weil ich alles, was du gesagt hast, auch wirklich getan habe. Ja. Das ist eine alte Riot Games Taktik. Und wir haben genau Punk gekriegt, Leute. Was sagt ihr dazu? Das ist kein Wow, das ist leider eine geheime Regel. Ich mache jetzt übrigens Set zum Punk. Ja, kannst du später immer noch wechseln. Jo. Soll ich dann auch Amumu spielen? Ja, bitte nicht, ne? Ich gehe nur bis 20, ne? Ja. Fehlt jetzt eine Jinx. Ja, finden wir schon noch.
Das heißt aber, wenn du jetzt Amumu nimmst, kann ich ja keinen Punk Amumu machen. Ja. Geil. Und dann mosche ich einfach hoch, oder? Ja, kannst du auch Poppy zum Beispiel mal mit Punk spielen. Der Poppy ist ein bisschen underrated. Jo. Ja. Ich bin gerade echt erschüttert, dass das so clean funktioniert. Ja, war crazy, ja. Vor allem auch mit Dick umlegen und allem, ne? Also. Jo. Und es kam auch nur das. Also nicht mal ein anderes Item oder so. Kam nur Spadela und Crit. Hast du jetzt schon 6 Punk? Ja. Nee, also du gleich, wenn ich level. Ah, okay. Wenn ich level, dann passiert's. Ja, okay. So, Titans, dieses Gargantua-Ding, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Bock auf Jeweled Lotus, aber wer ist denn dann mein zweiter Carry? Oder soll ich Jinx und Twitch immer spielen? Ja, ich habe natürlich nicht zuhören können. Willst du nochmal sagen? Jeweled Lotus, ob sich das für mich lohnt. Nee, Jinx kritet. Ja, nee. Ich mache mal Ascension, dann gucken, was passiert. Ja, Ascension ist okay. Oh. Okay. Dann können wir nach der nächsten Runde das Ding hier einlösen, Leute. Ja, dann gehe ich jetzt aber auf 6 hoch, würde ich sagen. Ja. Weil. Ich bin auch 6 gegangen. Genau, den Win will ich schon haben. Du konntest aber so oder so noch eine Unit mehr setzen, ne? Jetzt hast du da so einen Amumu 1. Hä, hey, das verstehe ich nicht. Ja, du hast Nature in Level gelevelt, weil du ja noch gar nicht gelevelt hattest. Oh. Hä, hey, aber ich bin... Nee, warte mal, ich bin auf 6 und kann 7 stellen? Das verstehe ich nicht. Nee, aber du hast gerade deinen Pantheon reingestellt und von der Bank kam Amumu rein. So. Weil also ich ja Jinx doppelt habe, sorry. Ja, ja, weil die für Punk zweimal zählt, ne? Aber ist ja auch. Oh, jetzt, cool. Jetzt habe ich aber Jinx auch. Jetzt ich bin ja übel dumm. Ne? Bin ja auf 6 gegangen, war verboten und das Game so. Wir geben dir trotzdem Jinx. So. Also boah, läuft gut. Ich habe gar nichts bekommen von dem, was ich hier aufgestellt habe. Soll ich jetzt trotzdem mal Momo spielen? Ich habe noch Ahri bekommen. Wirst du Ahri brauchen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß auch noch nicht, was das hier jetzt wird. Ich bin jetzt sehr. Sehr lost eigentlich. Okay. Ich wollte halt Jinx gebe ich dann auch einfach massiv AD irgendwie, ne? Ja. Weil der Text hat ja genug und dann muss ich wahrscheinlich irgendwann dieses Geldblade wegtun, oder? Ja, aber Spaß. Du kannst das schon echt sehr, sehr lange spielen. Weil solange du Gold hast, gibt das auch genug Attack Speed, ne? No. Mit was konnte man jetzt Country zusammensetzen? Mit MR, aber ich habe aus dem Tomb of Trace gerade Guardian bekommen als beste Option. Es tut schon weh. Glaube ich. Bam, 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 bam. Der arme Typ, ey. Wait, der hat das Schwert nicht genommen. Der wollte es nicht nehmen. Du schon? Ich schon, ja. Jinx braucht ein bisschen Damage. Ja, ich bin irgendwie in einem leichten Spot. Ich kann dir geben, Tomb of Trades, Completed Item Anvil, 2 Training Dummies oder 3 Tier 2 Course Champions. Nimm mal den Completed, glaube ich, oder? Ist noch viel Magic Damage im Spiel? Ja, ne? Schon, ja. Gebe ich mal hier der Wein noch ein bisschen mehr Tankiness. Oh mein Gott, was machst du hier auf meinem Board? Wenn du einen Urgot siehst, denk an mich. Ich habe einen Amumu 2, soll ich den schicken? Kannst du machen, ja. So. Also, da war zweimal Amumu. Zweimal Amumu 2. Also die Vi ist natürlich fucking Giga-Tangy, ne, Leute?
Ja, der Pantheon wird vor allem irgendwann noch stärker. Der Pantheon ist doch auch normaler, dass man den spielt, oder? Ja, ja, weil droppt man normalerweise. Oh, yes, wenn es so bad ist, aber... Hat die nicht immer noch Armor-Pen? Ja, und die Stunter und so, aber die ist einfach trotzdem nicht gut. So, Gloves, Dummies, 4-Cost oder 3-2-Cost? Oh, gib mir eine 4-Cost, komm. Wirklich? Da muss man was riskieren im Leben. Gut. Würde ich jetzt nicht nochmal machen. Geil. Okay. Ist nicht viel, aber dann kriege ich in den 5 Runden. Soll ich dann quasi alle Items removen von Vi, wenn er auf 3 ist? Und sie Pantheon geben? Ja. Du spielst dann auch nicht noch mehr Rapid Fire, sondern du spielst einfach mehr Guardian quasi. Oh, okay. Na, jetzt spielst du aber Rapid Fire, muss ich sagen. Ja, aber also die Senna gibt dir ja gar nichts, ne? Keiner gibt mir gerade irgendwas. Ja, ja. Aber ein Guardian würde dir was geben, was. Ach so, ein Guardian. Ja, aber den habe ich ja gerade auf Level 2 geschickt. Das ist korrekt, ja. Dann weiß ich dein Opfer jetzt noch mehr zu schätzen als vorher. Ja. Aber ich kriege jetzt ja gleich Yorick. Easy. So crazy, ne? Wir haben einfach 100 HP, ey. Ja, aber die Elo-Diskrepanz ist jetzt ja auch bei Xasu, ihm. Xasu, Maso, danke dir für 18 Monate. Ja, aber die Elo-Diskrepanz, also Double-Up-Matchmaking ist ja generell ein wilder Ritt. Ist nicht so unüblich. Ich habe auf, kannst du einen Twitch 2 schon mal einrechnen? Den habe ich nämlich auch. Ja. Dick. Den schicke ich dir. Bin ich auch fast durch. 4-5 oder so, oder 4-6, wenn ich wieder kann. Bleibe ich jetzt eigentlich auf 6? Bis... Ja, I guess. Erstmal. Also bis ich würde hier auf 50 Gold gehen, weißt du? Aber chillen ein bisschen. Okay, also wir haben Deathblade ready, Leute. Oder sollte man Jinx mal mit Gunblade spielen? Na. Deathblade ist schon beste Item. Na gut. So, was hältst du von Anti-Heal? Grundsätzlich ein Freund von. Soll ich einen Sunfire Slam? Und Sunfire Slam kann, macht man das sehr oft, ja. Okay, weil das habe ich auch bei Solo gesagt, kurz reingehört und gesagt, ein bisschen Anti-Heal ist schon geil. Ja, ja, man spielt ja mittlerweile nicht mehr so viel Sunfire. Einfach nicht so geil, aber... Ich glaube, um die Streak aufrecht zu halten, finde ich es gut. Eben. Ja, doch, ein bisschen tryharde die war ich schon, Leute. Ich bin doch einfach bei solchen HP-Pools so ein großer Freund von Redemption, ey. Darfst du auch sein? Darf ich sein. Oh, yes, baby. So, Hedge Farm. Nehme ich nicht mehr, oder? Aber schon, wenn du irgendwie für Full Late Game jetzt gehen willst, können halt schon noch chillen. Warte mal, wenn ich jetzt meinen Headliner-Effekt allen gebe, da steht ja da Minigun. Aber wenn die keine Minigun haben? Nee, jeder hat seinen uniken. Ah, toll. Nee, also ich mach mal Hedge Fund nicht. Prismatic Ticket hätte ich ein bisschen Bock. Oder Omnivamp finde ich eigentlich auch geil. Ich mach mal Omnivamp, Leute, da hätte ich Bock drauf. So. Okay, Pantheon noch nicht getroffen. So krass, dass ich bin immer noch nicht bei 50 Gold, Leute. Ja, aber die ganze. Na, da merkt man mal, wie ja krass das ist. Ja. Also Gold verrollen ist so das eine, dann trifft man ja und kauft die ganze Zeit. Ja, du triffst aber auch unmenschlich krass, ne? Okay, Omnivamp hat sich mal gar nicht gelohnt, by the way. Instant verloren. Keiner hat sich geheilt bei mir. Die sind einfach gestorben. Das hab ich nicht verstanden. Jinx hat 200 geheilt. Muss man da schon healing haben? Ja. Yes. Na gut. Ich hätte jetzt einen Urgott. Soll ich den mitnehmen? Oh, nee. Okay. Was
hundertprozentig genau, wie ich das hier spiele. Ich glaube, der Play ist jetzt eigentlich Samira's Restar. Ja, irgendwie sowas. Noch Samira's Restar. Crazy Ben, danke dir für deinen zweiten. Sorry. Ich habe meinen Discord-Mute-Button, aber. Ach so, du kannst einfach vorlesen, Meinung, ja. Na gut. So, Samira als Headliner. Schon, ja. Na, kommt eigentlich. Okay, jetzt ist Jinx mit Omnivam schon schlecht. Gegen Akali, sag ich, es ist nützlich. Ja. Auch die Umwandlung in True Damage ist halt nicht so bad, ne? Hilft halt auch gegen den einen oder anderen Champion. Aber ist ja nur der nächste Auto-Tag. Ja, ja, aber halt ja jedes Mal bei einer Jinx, ne? Das hat ja keinen, das hat keinen internen Cooldown, weißt du? Puh, was mache ich denn noch mit AP? Ionic fühle ich nicht. Nee, ich brauche eigentlich noch mehr Yorick-Items, richtig? Mhm. Aber witzigerweise bei Yorick scaled die HP vom Ghoul mit AP. Okay, mit Poppy. Nochmal, was, wie scalen die Ghule? Die HP vom Ghoul scaled mit AP. Ah, okay. Das ist jetzt nicht gut so, ne? Aber good to know und keiner Fun. Okay. Sempada. Vielleicht hält es die Weih gar falsches nicht Publikum hier? Das ist völlig falsch. Guck mal, wie viel True Damage das ist, Leute. Ist wirklich wenig. Ja, ja. Bin auch kein Fan von. Aber tatsächlich, also stats-wise ist es nicht so bad. Aber ich finde Augments, wo man nicht sieht und nicht im Fight-Rückblick sieht, dass irgendetwas passiert ist, ja, finde ich einfach schittern. Ja, ich glaube, ich lasse jetzt auch meine Rapid-Fire-Scheiße weg. Die gehen jetzt hier Full Guardian. Ja. Ups. Boah, also langsam verbrauche ich wirklich viel Geld. Ja, wenn der letzte Twitch hier fehlt, dann gib mir Bescheid, ne? Ansonsten warte ich, bis ich eine wechselte. Also jetzt brauche ich nur noch 3 Twitches, ja. Hast du 6? Ja. Na gut, okay. Dann roll ich mir gleich was anderes zusammen. Jinx, du musst jetzt Geld machen und töten. Danke. So, perfekt. Nice. Okay. Das heißt, ich muss jetzt noch 2 Pantheons finden, dann ist vorbei, ne? Ja. Ich hab dir einen Pantheon. Du hast mir Twitch geschickt. Ach so, oh, oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte dir einen kleinen Twitch geschickt oder sowas. Nee, nee, der hat sich sofort verwandelt. Sehr gut. Ja, ich denke, das ist richtig, was du da sagst. Einer, Leute, dann können wir uns von diesem Level verabschieden. Perfekt. So. Na gut, dann gehen wir jetzt mal auf 7. Okay. Kann man Caitlyn mit Rage Blade spielen? Caitlyn mit Rageblade. Ja, habe ich 1-2 mal gemacht, hat sich nicht so übel shit angefühlt. Dann mache ich 2 drauf. Mann, ey, Samira kriegt übel oft über Binary Airdrop QSS. Aber ich finde das gar nicht geil.
So. Wie oft sind sein Kartus ultet? Ach, das ist Emo-Kartus. Das erklärt's. So, ich kann dir geben. 2 completed item in Radiant Item, ein Spatula oder 7 Gold. Radiant Item kostet 30 Gold, aber ich wäre bereit dazu. Na dann los. Radiant Statics. Caitlin, viel Spaß. So. Ja, ich bin gerade am runterrollen. Ich stehe Ihnen bald wieder zur Verfügung. Okay. Ich hätte mal eine Frage drin. Achso, shit, ich brauche jetzt noch eine Senna oder so. Ne, nee, Illusion packe ich dann noch rein. Oder halt 2 Guardians, aber was ist denn? Mann, Maxim, halt doch mal die Schnauze. Ich kann Amu leider nicht spielen. Ach, Yorick ist auch ein Guardian. So. Jetzt habe ich leider eine Amu gesellt, ne? Du musst ein Jahr tanken. Kann Stationary Support 2 auch von Binary Outdoor profitieren? Scheiße. Also ich wurde gebigshottet des Todes, Mann. Alles fein. Die haben noch nicht mal Items geslammt. So, du musst dir jetzt Mühe geben, weil ich brauche ein Spatula. Könnt ihr die Kate-Items auf Twitch geben? Spatula! Ich hab Tomb of Trades für dich, 3 Components, Champion Duplicator oder ein Reforger. Das Einzige, was Emblem machen kann, ist Tomb of Trades, ne? Jo. Ja, dann gib her. Boah, ist das frustrierend. Ich hätte einfach 2 Tomb of Trades in diesem Game. Und beide waren sehr, sehr bad. Bam, 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 bam. Ja, Twitch ist cool, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich könnte reforgen. Nee, dann hätte ich eins nehmen sollen, was reforged ist. Ah, Kartus. Kartus ist natürlich ein interessanter Champion. Ja, vor allem Emo-Kartus, ne? Also er hat so oft geultet, wie Jinx Autotags gemacht hat. Jo. Dann, da brauche ich einen Tipp. Go next. Go next, okay. Das ist ein Country-Emblem. So, ist natürlich auch eine Lösung, weißt du? Das ist Country? Ach, das soll ein Hut sein. Das ist aber auch ein Yorick-Emblem. Boah, das war knapp, ey. Fast in den Gin reingejoggt, ey. Oh mein Gott, ich habe vergessen, eine Cutter zu halten. Ah, ich habe die eben verkauft im Roydown. Maxim, da brauche ich jetzt entschuldigen. Ich nehme die volle Verantwortung für die Situation auf. Okay, ich habe ihn wieder gefunden, ist alles gut. Ich weiß alles von mir ab. Soll ich was schicken oder nicht? Nee. Okay. Ich Country 7, Guardian 4, Mosher 3. Warum ist das Mosher 3? Oh, Executioner 3 und Mosher 3. Oh. Ich muss sagen, dieses Omni-Healing-Ding ist nett, aber überragend ist auf jeden Fall eine heftige Lüge. Ja. Wie? Wenn ich jetzt ein Set hitten würde, Leute, droppe ich dann Vex? Ja, also ich gehe jetzt auf 8 und dann habe ich 4 Guardian, 6 Punk. Ich glaube, besser wird es nicht werden. Die Runde ist vorbei, ne? Also das ist jetzt der letzte Fight. Aber das ist doch der komische Kartus. Na gut. Wenn wir gewinnen, das ist der letzte Fight. Bip, 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 bip. So, also ich weiß nicht, ob ich bin jetzt ja nicht besser gegen ihn plötzlich, oder? Ich habe einfach, Binary Airdrop gibt mir 7 Items.
7, Maxim. Das ist Value. Ich zähle, wie viel Karthus Ults meine Jinx aushält. Bisher sind es 2. Die dritte hat sie auch noch ausgehalten. Otü! Lol. Das ist krass. Dickes, fettes Pferd. Das war die Tunige Denkkomp. Schöne 20er Winstreak. Ja. Ich bin jetzt instant auf Silber 3. Wieso sagt ihr mir die ganze Zeit, wer hier Challenger wird? Und die Namen sind alle scheiße. Jedes Mal. Vor allem ist es so bitter. Chef wäre Solo wäre es gewesen. Dann hätte er wenigstens die ganze Zeit gute Werbung, weißt du? Ja, das stimmt. Wäre komplett gottlos zugespammt. Aber macht man nichts. Wenn es keine Pferde gibt, gibt es Ärger. Ein bisschen schon. Also ich saß heute Morgen schon auf meinem Schoß und dann gemeint, Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Und dann sieht man hier so einen alten Yasuo. Schon unangenehm. So, wie nenne ich das? Maxims Geheim. Taktik. Autopunk mit Maxim. Und dann musst du so einen zensierten Penis machen. Einen zensierten Penis? Und dann so ein das Riot-Emblem daneben mit so einem erschrockenen Gesichtsausdruck. So. Warte, ich schreibe mit. Maxim möchte bitte einen zensierten Penis und Riot-Logo mit erschrockenen Gesichtsausdruck. Super. Das war eine weitere Folge, damit habe ich schon bei Maxim vorbei. Perfekt.